Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich bin heute früh mal wieder unterwegs. Heute haben wir den 19. April, Sonntag, und mache eine kleine Radtour. Ich versuche mal runter an den Max-Eitsee zu kommen und dann schaue ich mal weiter und einfach mal eine schöne Rundfahrt, ein bisschen Bewegung. Wenn ihr mitgehen, freue ich mich, wenn ihr zuschaut, und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch und wir sehen uns. Bis später. Ich befinde mich in Fellbach-Schmieden. Da fahren wir schon durch Richtung Steinhaldefeld, Stuttgart-Neugereit und dann zum Max-Eitsee. So, hier im Sportpark Schmieden gibt es ein Parkbahnbähnle. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt, aber das Zelt auch geschlossen. Also zum Radfahren richtig angenehm heute früh. Was heißt heute früh? Es ist auch 9.30 Uhr schon, aber richtig angenehm. Kleines Lüftle, Sonne ist schön da, was will man mehr? Ja, mal durch einen kleinen Tunnel, auch mal was anderes. So Leute, ich bin angekommen, Max-Eitsee. Jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. So, hier seht ihr die Bewohner von Max-Eitsee. Die nehmen gerade aus so ein Bad. Das ist eine Aussicht. Wunderbar, herrliches Wetter. Und da hinten ist auch ein wunderschöner Biergarten und wieder nichts, alles zu. Corona meint es einfach nicht gut mit uns. Der hiesige Ruderclub, wenn mich nicht alles täuscht, hat hier mal ein Wikingerboot nachgebaut. Und die gehen da auch immer wieder in Abstände auf der See drauf. Das ist also ein richtiges Spektakel. Das ist ein Nebenarm vom Neckar. Hier das Bötchen ist der Hafenmeister. Und jetzt sehen wir mal, wie es hier aussieht.
direkt neben an Ammergsee-See. Und hier ist die Heimat von dem Wikingerboot, wo ich vorher erwähnt habe. Ich zeig's euch mal ein bisschen näher. Ich habe auch leider alles geschlossen, sonst wäre ich rein mit euch und jetzt zeigt. Oh, sieht doch toll aus, oder? Der Wikinger-Style. Und weiter geht's. Und schwuppdiwupp befinde ich mich ein Stückchen auf dem Neckar-Talradweg. Ich habe mich jetzt entschieden, in Richtung Bad Cannstatt weiterzufahren. Am Neckar entlang. Und hier ist ein ganzes Stück Straße abgesperrt am Neckar entlang. Und da Jogger, Radfahrer, Inliner. Alles unterwegs. Auch nicht schlecht. So, ich werde jetzt über den Sommerrhein von Cannstatt aus der zurückfahren. Da haben wir ein bisschen eine schöne Steigung drin. Und dann wieder in Richtung Heimat langsam. Mal sehen, vielleicht kommt machen noch was zwischen rein. Lasst euch überraschen. Schöne gleichbleibende Steigung. Das tut richtig gut für die Füße. Und schon sind wir im Sommer rein. Und schwuppdiwupp bin ich schon wieder in Fellbach. Da hinten ist leider das Grüne, das F3, das neue Freibad von Fellbachs Vorzeigemodell. Wir kommen zur Stadtmitte Fellbach. Jetzt seht ihr gleich die Schwabenlandhalle, also viele Veranstaltungen etc. etc.
Jetzt habe ich gedacht, das muss ich euch mal zeigen. Also in Fellbach sind sie alle besonders vorsichtig. Aber die Skulptur im Rathaus Innenhof hat jetzt einen Mundschutz. Naja, macht sich doch gar nicht schlecht. Zeige ich mal hier den Innenhof vom Rathaus in Fellbach. Und hier befindet sich das schöne Glockenspiel. Das ist die Lutherkirche. 500 Jahre Turm der Lutherkirche wird gefeiert. Na dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ich denke, das darf man auch mal zeigen. In Dankbarkeit für die gefallenen Söhne. Ja, letztes Jahr 2019 war ja die Remstal-Gartenschau und da hat die Stadt Fellbach das hier angelegt. Das, also ist also richtig gelungen und sieht richtig schön aus und das haben sie sich auch erhalten und das finde ich auch ganz klasse, weil es ist ein richtig schöner Punkt in der Stadtmitte. Also mir gefällt es richtig gut hier, das Plätzle. Zeig es euch mal noch ein bisschen. Da kann man doch mal verweilen und ein Päuschen machen, oder? So, ich bin auf dem Heimweg. Heute sind es ca. 45 Kilometer. Das reicht mir für heute. War sehr schön, hat Spaß gemacht und jetzt schauen wir mal, was man als nächstes macht. Freunde, ich bin zu Hause. Hoffentlich hat es euch ein bisschen gefallen, aber ich denke schon, es sind ein paar nette Aufnahmen dabei. Und jetzt wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!